Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch zeigen, wie wir uns schnell und ziemlich einfach einen eigenen Media Server erstellen können. Das Ganze auch noch kostenlos. Alles, was wir dafür brauchen, ist einmal unseren PC hier natürlich. Und dann brauchen wir noch oder eine Anwendung hier, die Plex Media Server heißt. Das ist jetzt nicht hier, das war plex.tv, glaube ich. Genau, also plex.tv, das ist hier die offizielle Webseite hier. Hier finden wir auch noch mal jede Menge Informationen, was wir sonst alles damit anstellen können hier, ja. Das könnt ihr euch dann vielleicht in Ruhe durchlesen. Wir gehen jetzt hier direkt in den Download-Bereich und laden uns hier die Software herunter, ja, Plex Media Server. Einfach auf Download hier klicken und jetzt müssen wir unsere Plattform hier auswählen. Das gibt es auch für Mac, Linux, FreeBSD und auch auf ein paar NAS-Server hier, ja, die hier aufgelistet sind. Okay, wir brauchen das jetzt, oder ich jetzt in meinem Fall, für Windows einfach hier Windows auswählen und Download klicken, speichern. Ich lege mir das mal auf dem Desktop hier. Genau, und schon haben wir die Installationsdatei hier. Ich habe das jetzt schon installiert, also wir können das einfach mit einem Doppelklick dann die ganze, ich mache mal reparieren, vielleicht wurde Aktion erstattet. Okay, ich lasse das jetzt einfach schließen. Bei mir ist es wie gesagt installiert. Die Installation, die geht sehr schnell. Das sind 3, 4 Klicks. Ja, einfach next, next, next und schon ist der Server hier installiert. Wenn wir das jetzt beim, also nach der Installation wird es automatisch gestartet hier. Poppt ein Fenster auf und schon kommen wir. Beziehungsweise, also wenn das nicht automatisch startet, dann haben wir das hier in unserer Taskleiste hier, das Icon, und hier einfach Plex öffnen. Genau so sieht es aus. Wir kommen jetzt hier auf eine Web-Oberfläche, Interface. Wir müssen uns einmal hier anmelden, ja, registrieren. Wir können das ja entweder mit einem Gmail beziehungsweise einem Google-Account oder Facebook. Oder wir können uns hier auf der Seite einen eigenen Account anlegen. Ja, das gibt, also wir müssen da keine persönlichen Daten irgendwie eingeben. Wenn wir jetzt ja hier auf, ich mache mal kurz hier Sign up with E-Mail, ja, und hier einfach unsere E-Mail-Adresse eingeben und ein Passwort vergeben. Und das war es auch schon. Ich habe hier schon ein Account. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Genau. Ja, ich bin jetzt angemeldet hier mit meinem Account und es sieht erstmal hier so aus. Ja, das ist die Interface hier, unsere Web-Interface. Das ist jetzt alles leer hier, weil noch nichts eingerichtet ist. Wir haben hier auf der linken Seite unser Menü hier, Mediatheken. Und genau, wir können uns hier Wiedergabelisten, Musik und so weiter hier erstellen. Wenn wir jetzt hier auf dem kleinen Plus hier einfach draufklicken und hier können wir unsere Filme hier, ja, das ist schon sortiert hier, organisiert. Filme, TV-Serien, Musik, Fotos, andere Videos. Ich mache mal jetzt einfach ein Beispiel hier, wenn wir unsere Filme hier hinzufügen wollen zu unserer Mediathek, hier einfach hier auf Filme anklicken und Filme, hier können wir den eigenen Namen hier vergeben, ja, wie auch immer. Ich lasse das jetzt mal so, Filme, Sprache Deutsch meinetwegen, und auf Weiter. Jetzt hier nach Medienordner durchsuchen. Wir müssen jetzt, ich habe mir jetzt hier irgendwo hier ein, das ist jetzt mein Ordner mit Filme, hier sind ein paar Trailer. Einfach für den Beispiel hier. Ja, einfach den Ordner, wo unsere Filme gespeichert sind, hier auswählen und dann hier Mediathek hinzufügen. Draufklicken und schon werden die Filme hier hinzugefügt. Was auch cool ist vielleicht, ja, das läuft hier noch, und zwar die Metadaten, die werden jetzt gescannt hier, ja, beziehungsweise ausgelesen.
Und die Informationen, die werden automatisch hinzugefügt hier. Genau, mit dem Cover und sowas alles. Und dann auch hier sortiert und organisiert. Super cool. Das dauert natürlich eine kleine Weile. Es kommt natürlich auch darauf an, wie viele Filme. Wenn wir ganz, ganz viele Filme hier haben, dann dauert es natürlich dementsprechend länger. Und genau, dann genauso können wir dann unsere Musik hier hinzufügen. Ja, Musik. Einfach den Ordner hier auswählen und haben unsere Musik hier in unserer Mediathek. Und genau, sieht dann so aus, wenn es durch ist. Hier, wenn wir einmal drauf klicken, haben wir auch über den Film jede Menge, ja, Informationen hier, die er sich jetzt aus dem Internet hier geholt hat. Ja, soweit verfügbar natürlich. Ja, zack, und schon haben wir jetzt unseren, ja, eigenen Streamdienst, Netflix-like, wenn man so will. Ja, wir können jetzt die Filme auf unserem Smart-TV hier vom Rechner, auf dem Smart-TV, Smartphone, iPhone, weiß ich nicht, PS4 und PS3 und was es noch alles so gibt, was einigermaßen smart ist. Ja, und können wir uns die Filme hier aussuchen, anschauen halt. Genau, vielleicht nochmal, wenn wir jetzt beispielsweise, wir müssen natürlich clientseitig, ja, auf dem unserem Smartphone, wenn wir das streamen, müssen wir die App installieren, ja, den Plex heißt das. Das können wir ganz normal über den Play Store installieren. Und nachdem wir die App installiert haben, werden wir aufgefordert, die App zu aktivieren. Das kostet in etwa 4 € so rum. Wir müssen das nicht, wir können das diesen Schritt überspringen, ja, wir brauchen das nicht aktivieren, können wir die und können die App trotzdem nutzen, allerdings glaube ich ein ganz klein bisschen eingeschränkt, aber wie gesagt, das geht auch. Und genau, die Filme jetzt hier, die können wir jetzt nur in oder sind nur aus in unserem eigenen Netzwerk hier erreichbar. Wenn wir wollen, dass es aus dem Internet auch erreichbar sind, dann müssen wir die Einstellungen hier entsprechend anpassen. Ja, hier auf Einstellungen, hier haben wir die Option Fernzugriff. Ja, und hier haben wir, das ist jetzt meine IP-Adresse, die lokale, das ist die öffentliche jetzt hier. Und hier haben wir einfach ein Port, also hier den Häkchen hier setzen, ein Port, das ist jetzt der Standardport hier, der Default. Ja, wir können oder sollten vielleicht sogar uns hier, weiß ich nicht, einen eigenen hier vergeben. Ja, je nachdem, was wir damit hier vorhaben, mal erneut versuchen und schon können wir, wir müssen jetzt natürlich daran denken, das hat jetzt nicht funktioniert. Genau, also wir müssen jetzt natürlich daran denken, dass wir jetzt unsere Firewall-Regeln, ja, die Port Forwarding, beziehungsweise unsere Router, ja, Box, Fritzbox oder was wir haben, dass wir dort natürlich auch den Traffic weiterleiten hier zu dem Port, ja, zu dem Server, Port-Weiterleitung freigeben. Sonst wird das trotzdem nicht erreichbar sein aus dem Internet. Hier haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, was ich noch ganz cool finde, wir können uns hier Plugins installieren. Ja, wir können Install Plugin und hier haben wir jede Menge Plugins, die uns hier installieren können. Und also das ist im Prinzip ein weiterentwickelter Kodi. Ja, sag, hier haben wir die Möglichkeit. Wie gesagt, jede Menge Plugins gibt es hier. Alles kostenlos. Und schon können wir auch damit Fernsehen und so weiter. Aber genau, was ich jetzt euch hier in erster Linie zeigen wollte, wie wir jetzt hier unsere Mediathek hier stellen, unsere Mediaserver, sodass wir unsere Inhalte hier, Fotos, Musik, Filme, was auch immer, wir teilen möchten oder streamen. Ja, wie wir das machen können, kostenlos. Ja, ich hoffe, dass es euch irgendwie weitergeholfen hat. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Ansonsten, ja, viel Spaß
Spaß damit und bis zum nächsten Mal.